viele Arbeit aufnimmt oder erst einmal sich bewirbt um die Funktion. Deswegen, wenn ich Abgeordneter wäre im Parlament, würde ich gerne von dem Bundesvorsitzenden Mitglied der Kommission im Ausschuss hören, wie er Energiepolitik versteht. Und nicht bei allem Respekt für den Delegierten der Europa-Union. Deswegen bin ich ganz sagen, ich bin im nächsten Jahr bereit zu kommen, wenn Sie mich einladen und vorladen und dann mitten aus der Arbeit berichten und jetzt mich einfach noch etwas im Ungefähren halten und zurückhalten, damit das Parlament wirklich dann auch im Januar im Mittelpunkt steht und die Entscheidung entlang der dort dann von mir vorzutragenden programmatischen Aussagen und nicht aus der Zeitungslektüre treffen kann. Das Friedensprojekt Europa, das gilt unverändert. Aber klar muss uns sein, dass Friede nicht allein innerhalb der Europäischen Union, sondern eben auch in Nachbarregionen herbeigeführt werden muss. Deswegen halte ich es für richtig, dass schon unter Rot-Grün und jetzt fortgesetzt in der Großen Koalition, jetzt auch in diesen Tagen durch eine breite Mehrheit im Deutschen Bundestag, nicht nur der CDU, CSU und FDP, der Einsatz von Soldaten und Truppen in Krisengebieten mit kriegsähnlichen Zuständen und zur Herbeiführung von Demokratie und wirtschaftlichem sozialen Aufbau fortgesetzt wird. Die Zeit, wo Amerika die Friedenspolizei der Welt war, wird nicht die der Zukunft sein. Und klar ist, der Balkan ist Europa. Und klar ist, dass Afrika unser Nachbarkontinent ist. Überlegen Sie einmal, ein Vater in Sacramento, sein Sohn Soldat in Afghanistan, weit weg, 14 Flugstunden, oder auf dem Balkan, 13 Flugstunden, für uns 2, Afghanistan 6. Der muss da erwarten können, dass uns Friede, Freiheit, Menschenrechte, wirtschaftlicher Aufbau, Demokratie in diesen uns geografisch greifbar naheliegenden Ländern, wenn es dort explodiert, kommt es zu uns und nicht nach Amerika, wichtiger sein muss als Amerika selbst. Zumindest gleich wichtig sein muss. Und deswegen kommen wir um eine national getragene, aber europäisch abgestimmte Außen- und Verteidigungspolitik nicht herum. Ich glaube, langfristig führt dies zu einer echten europäischen Friedensarmee. Da haben wir Anfänge, zum Beispiel gemeinsame Streitkräfte Deutschland und Frankreich, gerade auch in Baden-Württemberg. Da haben wir Anfänge, in denen jetzt auch in der Kommission und im Rat das Thema Außen- und Sicherheit verkörpert und eine wachsende Rolle wahrnehmen wird. Aber allein ein Argument mag einleuchtend sein. Die Amerikaner erreichen mit einem Dollar, den sie in Waffentechnik und Kommunikationstechnik investieren, mehr als wir mit einem Euro. Obwohl der Euro das Eineinhalbfache wert ist. Die Betriebsgröße Europa scheint mir die Zukunft zu sein. Herr Klimawandel, in drei Sätzen gesagt, erstens, wir müssen Vorreiter sein, Europa, aber dürfen uns nicht so weit von den anderen entfernen, dass unser Vorbild der Welt wenig hilft, aber unserer Wirtschaft viel Schaden zufügt. Deswegen baue ich darauf, die Chinesen, die Amerikaner, dass die Lockerungsübungen erfolgreich sind. Vielleicht wird Kopenhagen nur ein Zwischenschritt sein. Aber es geht beim Thema Klima nur, wenn für die großen wachsenden Volkswirtschaften Europas, Amerikas und Asiens die Vorgaben vergleichbar sind und daraus dann eben auch keine Wettbewerbsverzerrung zulasten unserer Wirtschaft entsteht. Und dann glaube ich, dass die Chinesen auch deswegen reingehen, weil sie in Umwelttechnologie wachsende Marktchancen sehen. Und wenn irgendwo Umwelttechnik zu Hause sein muss, dann bei uns, in Europa, in Deutschland. Es gilt für alle Bereiche. Es gilt für Emissionsminderung, es gilt für Energetik, es gilt für Rohstoff- und Energieeffizienz und anderes.
Dann die Frage Standort Deutschland und Exportland Deutschland, ob dies klug sei. Ich sage Ihnen, haben wir keine andere Wahl. Warum? Wir haben keine Rohstoffe, die importieren wir. Wir haben hohe Faktorkosten, Umweltauflagen notwendig, hohe Faktorkosten im Bereich Energie und hohe Arbeitskosten. Das heißt, wenn wir nur von unserem Binnenmarkt Deutschland leben wollten, wäre unser materieller Wohlstand, wäre unsere Lebensqualität weit unterhalb von dem, wie sie heute ist. Und ich baue darauf, dass die Welt wieder wächst und dann Deutschland wieder mehr Waren und Güter exportieren als importieren kann. Und solange es in einem Jahrzehnt mehr Wachstumsjahre als Schrumpfungsjahre gibt, ist ein Exportland in den guten Jahren sehr gut dran. Muss eben nur die schlechteren Jahre, die Schrumpfungsjahre, bestehen überwinden. Das heißt, ein exportgeprägtes Land hat mehr Zyklen auszuhalten als ein rein konsumtiv binnengeprägtes Land. Die Vereinigten Staaten von Europa, das Ganze ist für mich eher ein akademischer Streit für das dritte Semester im Jurastudium. Und klar ist, die volle Staatlichkeit, also ein Bundesstaat Europa, ist zumindest in den nächsten Jahrzehnten mit unseren Rüstern in Karlsruhe nicht drin. Wir haben ja auch jetzt schon beim Vertrag auf Klage von einem Gauwerder hin Grenzen gezogen. In unserem Grundgesetz ist die Übergabe der Staatlichkeit sehr erschwert. Deswegen glaube ich, dass die normative Kraft des Faktischen den Weg geht, aber ihn zu deklarieren, erscheint mir um einige Jahre oder Jahrzehnte zu früh. Weitere Mitgliedsländer, auch da gilt, es gibt einen Erweiterungskommissar, der bearbeitet dies. Es gibt Arbeitsgruppen mit verschiedenen Ländern. Am nächsten dran ist Kroatien. Ich halte die Annäherung und Nachbarschaft mit Serbien für elementar, weil Serbien da Schlüsselland für Frieden, aber auch für Markterschließung weit über Europa hinaus ist. Und Serbien sich Europa annähern will. Und Serbien könnte auch ein Schlüsselland für die gute Beziehung Russland zu Europa sein und anderes mehr. Und zur Türkei, glaube ich, kommt Zeit, kommt Rat. Und meiner Partei sage ich, man sollte es vor Wahlkämpfen nicht höher ziehen, wenn man danach dann wieder normale Temperatur einsprechen muss. Deutschland macht in diesem Jahr 120 Milliarden Euro neue Schulden. Nach den Währungskriterien sind 75 erlaubt, 1% vom Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, der erste Schritt muss lauten, wir kommen wieder von 5,5% im nächsten Jahr auf 3%. Das wird spätestens 2013 notwendig sein. Da wünsche ich viel Vergnügen. Der Bund hat ein strukturelles, in normalen Jahren, nicht in Krisenjahren, ein strukturelles Defizit von 40 Milliarden. Und die Schuldenbremse 2016 zwingt ihn auf 10. Nochmal Vergnügen. Hinzu kommt, dass der Bund in wachsendem Maße die Rente, die Arbeitslosenversicherung, die Pflegeversicherung und die Gesundheit finanzieren muss. Noch vor 5 Jahren hat der Bund für die Krankenkassen keinen Euro ausgegeben. Im nächsten Jahr werden es 15 Milliarden sein. Da kommt nicht mehr runter. Das trifft 20 vor. Das heißt, vom Bundeshaushalt fließen kurz oder lang ein Drittel der 360 Milliarden in Sozialsysteme hinein. Und es fließen dann 50 Milliarden in Zinsen und dann noch vielleicht 5 in Straßenbau und 3 in den Schienenwegenbau. Das zeigt die wahre Dimension. Und deswegen glaube ich, dass man einfach erkennen muss, Steuersenkungen, um die Krise abzumildern, mag richtig sein. Aber Steuersenkung zur Volksverfügung auf Dauer nach der Krise, durch Schulden finanziert, ist nicht verantwortlich. Da wird, glaube ich, noch ein mühsamer Lernprozess, den 2 der 3 Regierungsparteien in Deutschland, die jetzigen Parteien, die Schwesterpartei und die Liberale Partei, notwendig sein.
nochmals vielen Dank und wie gesagt, vielleicht in einem Jahr etwas konkreter als